Ensheim hören, Hörstation Fürstenlager, erstes Kapitel. Bester Startpunkt ist zwischen Schwanenteich und Entenweiher am Ende der Lindenallee unterhalb des ersten Gebäudes. Wir stehen hier zwischen Schwanenteich und Entenweiher und haben hier eine Sichtachse über einen freigelegten Bachlauf und einen wunderschönen Blick auf verschiedene Sumpfzypressen und eine kleine Hängeweide. Und Sie sehen Wasser. Und Wasser war sozusagen der Anfang, als 1738 hier eine Heilquelle entdeckt wurde. Hören Sie dazu Karl Wilfried Hamel, Ortsvorsteher von Bensheim-Auerbach. 1738 kamen hunderte von Leuten täglich aus dem Raum Mainz, Frankfurt, Offenbach, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und haben hier das Wasser geholt. So wurde auch Erbprinz Ludwig als Kurgast auf diese Stelle aufmerksam. Als er 1790 als Landgraf Ludwig X. die Regierung antrat, kaufte er hier Grund und Boden und begann den Ausbau zur Sommerresidenz. Der Zweck war, dass es zur damaligen Zeit modern und schick war, wenn der Landesherr sich so eine kleine Sommerfrische hat leisten können. Und da war er ganz besonders stolz, dass es nur 22 Kilometer von Darmstadt seinem Sitz entfernt war. Also ganz ideal, um herzureiten oder mit der Kutsche hierher zu kommen. Das Besondere war, dass die Gebäude wie damals üblich keine Staffage und somit reine Angabeobjekte waren, sondern wirklich bewohnt und bewirtschaftet waren. Circa 70 Bedienstete waren hier für den Landgrafen tätig. Fern vom steifen Hofzeremoniell gaben sich die Fürsten hier menschlich. Mit einer Bauernkluft begleitet konnten die hohen Herrschaften hier mal so richtig drauf losleben, jagen, feiern, essen, trinken, Musik und Theater genießen. Auch heute finden hier noch immer Konzerte und Theatervorstellungen statt. Bei der Gestaltung des riesigen Parks kam man damals vom streng formalen des Barock ab und nahm den englischen Landschaftsgarten als Vorbild. Die Grenzen zwischen Kultur und Natur sollten fließen. Schlendern Sie langsam bergauf und lassen sich die Gebäude erklären. Bester Startpunkt ist das erste Gebäude rechts nach der langgezogenen 250 Jahre alten Lindenallee, der sogenannte Fremdenbau, in dem Darmstädter Hofbeamte zur Miete wohnen konnten. Stefan Jagenteufel, Leiter des Staatspark Fürstenlager. Und es ist eine Lehmstampfbauweise. Man nennt das auch Pisé-Bau, die damals hier ausprobiert wurde. Alle anderen Gebäude sind Fachwerk und ausgemauert. Und mit diesem Gebäude gab es auch viele Probleme. Die Giebelwände drückten sich nach außen weg, die Verbindungen waren nicht ganz so gut. Aber wir haben das auch wieder in dieser Bauweise errichtet. Überhaupt wurden hier alle Gebäude in absoluter denkmalpflegerischer Art wiederhergestellt. Das heißt, genau mit denselben Materialien und Methoden der damaligen Zeit. Also hier wird auch kein Dübel irgendwo reingebohrt, sondern es wird alles gebohrt und verbleit. Im Fremdenbau gibt es auch einige original historisch eingerichtete Zimmer. Außerdem befindet sich hier das Informationszentrum und man kann sich sogar standesamtlich und stilvoll trauen lassen. Das nächste Gebäude rechts ist der Stallbau, in dem Ochsen, Pferde und Kutschen untergebracht wurden. So, dieser Stallbau diente damals als Unterstellplatz für Kutschen und oben drüber sind es kleine Gauben. Das waren sogenannte Kutscherstuben. Da durften dann die Kutscher schlafen. Hier sieht man rechts Holzschindeln und links Putz. Hier stellt sich genau die Frage, seit einem Jahr haben wir das jetzt hier unverkleidet gelassen, weil wir jetzt in sämtlichen Unterlagen, die es über das Fürstlager gibt, und das ist eine ganze Menge, nachschauen, ob dieses Gebäude damals verputzt war. Man sieht nämlich noch die Putzreste auch dran. Oder wann wurde es verschindelt? Da immer noch nicht mit Sicherheit geklärt werden konnte, wie die Wand im Urzustand aussah, wird hier noch fleißig recherchiert, bis klar ist, mit welcher Methode die Mauer verkleidet wird. Ein sehr gutes Beispiel für Baudenkmalpflege. Auf der rechten Seite ein Gebäude weiter befindet sich der Kavalierbau, in dem heute die Gartenverwaltung untergebracht ist. Gut, also ein Kavalierbau musste errichtet werden zur damaligen Zeit, weil man brauchte ja Kavaliere, die die Damen dann durch die Parkanlage führten oder durch das Dorf führten. Und diese Kavaliere mussten natürlich standesgemäß untergebracht werden. Gehen Sie, oder besser wandeln Sie, nun weiter durch die ca. 250 Jahre alte Platanenallee, die ursprünglich ein siebenreihiger Baumsaal war, der als natürliche Wandelhalle diente. Also wir sind jetzt hier die vielfältigen bunten Hortensienarten vor einem kleinen Sandsteinbrunnen.
und einem kleinen Brückchenweg. Diese Brücke überspannt einen kleinen Bach und wir sehen auf ein kleines Gebäude, das ist der sogenannte Konditoreibau, wurde damals genutzt eben zum Kuchenmachen und Pasteten und sowas. Diente dann bis in die 60er Jahre als Jugendherberge und ist heute Sozialraum für die Mitarbeiter des Schweizer Fürstenlagers. Wenn Sie auf die kleine Brücke am Konditoreigebäude gehen, schauen Sie über die Hortensien auf einen Wiesenhügel. Dort sehen Sie eine tunnelartige Öffnung. Das ist die sogenannte Eiskaut und man kann auch sagen Eiskeller. Dieser Keller ist ungefähr 7 Meter tief. Es wurde hier im Schwanenteich, wo wir angefangen haben, wurden Eisblöcke gebrochen und dort gelagert. Das Eis wurde zum Kühlen des im Sommer erlegten Wildbrets benötigt, das auf der Jagd erlegt wurde. Jagd hieß hier, der Landgraf schoss von einem Schießstand aus auf das vor ihm hingetriebene Wild. Wenn Sie weiter bergauf gehen, sehen Sie links das kleine Weißzeughäuschen. Hier wurde die Wäsche gemacht. Und danach links der Damenbau und gegenüber für die hohen Herren der Prinzenbau. Rechts am Hang liegen das ehemalige Wirtschaftsgebäude und das Brunnenwärterhäuschen. Dort wohnte ursprünglich der Mensch, der zuständig war, dass die Quelle funktioniert. Herrenhaus und Park. Wenn Sie durch das Dorf hindurchgegangen sind, sehen Sie links eingefasst in ein Lindenrondell das eigentliche Herzstück des Fürstenlagers, den Gesundbrunnen. In dieser Rotunde befindet sich im Sommer eine Bühne, auf der alljährlich die Sommerfestspiele mit internationalen Kulturhighlights stattfinden. Stefan Jagenteufel, Leiter des Fürstenlagers. Hier kann man ganz gut sehen, was eigentlich sich da an Arbeit verbirgt. Wir haben gerade die Mauer neu saniert und die war damals berappt. Berappt ist wieder der gleiche Ausdruck fürs Verputzen. Das muss man sich jetzt einfach mal weiß verputzt vorstellen. Da unten alles saniert, die Platten neu gelegt und die Brunnenfassung neu gemacht. Und dann bekommt man so einen langsamen Eindruck, warum das eigentlich das Schmuckstück oder was der Kern des Fürstenlagers war. Vom Rondell weg führt eine kleine Lindenallee zum Schießstand. Damals gab es keine PCs, Fernseher, Radios. Also hat man sich immer Ablenkungen geschaffen. Also hier im Fürstenlager gab es dann immer einen Schießstand. Wir haben auch noch eine Kegelbahn, die wir sanieren. Und dann hat man halt eben, damals waren die Leute halt wesentlich naturbezogener, Parkarchitekturen geschaffen. Und um einen Blick in weitere Teile dieser Parkarchitektur zu werfen, gehen Sie weiter in Richtung des großen gelben Gebäudes. Rechts am Hang sehen Sie das Wachhäuschen, in dem ein Kiosk untergebracht ist. Und dann gab es hier eine Schranke. Und diese Schranke war zwischen Damenbau und Prinzenbau mit zwei Wachhäuschen. Wenn die Landgrafen wirklich ihre Ruhe haben wollten, dann wurde die einfach runtergelassen und zwei Wachsoldaten postiert. Und dann durfte keiner mehr das Fürstenlager betreten. Das gelbe und größte Gebäude, heute ein Hotel, ist das Herrenhaus. Es ist gelb gestrichen, der Sandstein ist in seinem Ursprungsform rot. Und es fällt sofort auf, dass dieses Gebäude eigentlich gar nicht unbedingt hier reinpasst. Jetzt haben wir aber ein Problem der Denkmalpflege. Es gibt Zeichnungen von Ernst August Schnitzspahn. Ernst August Schnitzspahn war ein Theatermaler in Darmstadt. Der malte ganz viele Gebäude hier rund um Darmstadt um 1850. Mithilfe seiner Zeichnungen und Putzrestuntersuchungen wird hier noch geforscht, bis geklärt ist, in welcher Farbe das Gebäude gestrichen wird. Stefan Jagenteufel über die Gartendenkmalpflege. Die Gartendenkmalpflege ist relativ umfassend. Es ist eine relativ junge Kultur, ungefähr 50 Jahre alt. Und man recherchiert in den Parkanlagen, wie sie in der Blütezeit oder im Ursprung der Parkanlage mal entstanden waren. Und da sammelt man ganz viele Pläne, man macht Grabungen. Und all diese Informationen werden in einem dicken Buch, dem sogenannten Parkpflegewerk, zusammengetragen. Das ist nichts anderes als die Bibel für mich, für den Ausführenden. Und dort steht exakt drin, wie der Garten um 1823 aussah. Und dann ist es meine Aufgabe, diese Sachen wieder nachzubauen, um eben diese ganzen Bezugsachsen, Sichtachsen wiederherzustellen. Momentan gibt es da nämlich nur noch 13. Und das muss alles wieder gebaut werden. Das ist die gärtnerische Arbeit. Eine dieser Sichtachsen sehen Sie, wenn Sie das Herrenhaus im Rücken auf die große Herrenwiese den Hang hinaufblicken. Und der englische Landschaftsgarten muss zum Ausdruck bringen, keine Grenzen, sondern die Verbundenheit von geordneter Natur und Übergang in die Freiheit, in die wilde Natur, das muss fließend sein. Zum Beispiel sehen wir hinter dem Tempel eine Linde. Diese Linde symbolisiert den Übergang von praktisch zu Hause, Landgraf, in die Welt. Am Ende der Wiese sehen Sie den Freundschaftstempel. Er wurde 1824 von den beiden Kindern der Großherzogin Luise, Ludwig und Emil, für ihre Mutter aus kindlicher Liebe, wie die Inschrift besagt, errichtet. Der Tempel hielt nur 40 Jahre, da verschiedene Holzschädlinge ihm zugesetzt hatten. Der Kur- und Verkehrsverein Auerbach 1866 sammelte in den 90er Jahren über 180.000 D-Mark, die für die denkmalgetreue Wiedererrichtung verwendet wurden. Aber dann muss man von hier aus Lust wandeln. Das ist auch genau das, was die Landgrafen damals wollten. Wege, Alleen,
Alleennetze in Fürstlage sind ganz wichtig. Wir sehen vor uns den, wie gesagt, den Monopterus, den Tempel. Und hinter uns sehen wir schon eine Pappelallee. Die Pappelalleen im Fürstlager führen zu den Parkarchitekturen. Die Parkarchitekturen sind praktisch der Kern des Fürstenlagers und man wird immer dorthin geleitet. Lassen Sie sich leiten und genießen Sie dieses wunderschöne Kleinod.